Es ist dieser eine Moment, für den du tausende Kilometer unterwegs bist. Dieser eine Augenblick, für den du Abenteuer und Gefahren überstehst. Dieser eine Pulsschlag, bei dem du am Ziel deiner Träume bist. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Mit der transsibirischen Eisenbahn bis nach Peking. Reisebuchautor Michael Moll ist über die legendärste Eisenbahnstrecke der Welt gefahren. 20.000 Kilometer Zugfahren durch mehrere Zeitzonen. 4 Wochen lang ist das Abteil Molls Zuhause. Doch die Fahrt durch grandiose Landschaften entschädigt für mangelnden Komfort. Seine Geschichte am Sonntag von 10 bis 12. Hier spielt die beste Musik. Mein Abenteuer Around the World. Die Parkinson-Stories von 5 Kontinenten mit Rainer Meutsch. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht die internationale Touristikbörse zu Ende. Ich war noch bis gestern dort gewesen. Über, weiß ich nicht, 10.000 Aussteller in Berlin. Jede Menge neue Eindrücke und viele Abenteuergeschichten natürlich mitgebracht. Heute ist jemand bei mir, der ein großes Abenteuer bewältigt hat und vor allen Dingen ein wunderschönes. Das ist irgendwo doch der Traum in jedem einmal drin, mit der transsibirischen Eisenbahn 10.000 Kilometer zu fahren. Er ist 20.000 Kilometer gefahren, von Deutschland bis Peking und wieder zurück. Er ist Gast in Mein Abenteuer bis 12, Michael Moll. Mein Abenteuer, präsentiert von Da Vinci Haus. Designhäuser in Holz und Glas aus dem Westerwald. Seit 75 Jahren Architektur für die Sinne. Infos unter davinci-haus.de. Und jetzt die neue Abwechslung für ganz Rheinland-Pfalz. Hier spielt die beste Musik. RPA 1, Mein Abenteuer. Wie ist denn mein Gast heute Morgen ins Studio gekommen? Es gibt 3 Möglichkeiten, Fahrrad, zu Fuß, Auto oder mit dem Zug. Und Michael? Mit dem Auto. Mit dem Auto, nicht mit dem Zug. Du hast ja eine riesen Entfernung mit dem Zug gefahren. Du bist Essener, im Ruhrgebiet zu Hause und Reisebuchautor. Was hast denn du schon alles für Bücher geschrieben? Ach so, ziemlich vieles. Also Wanderführer, Wohnmobilreiseführer, Pilgerführer. Auch hier aus der Region, Wandern rund um Koblenz, ein Bildband über das Mittelrheintal, ja, eine ziemliche Bandbreite. Und der Michael Moll? Ja, kein Pseudonym, mein Name. Ja, gibt es überall im Buchhandel, richtig. Amazon, richtig, kaufen. Bundesweit. Aber du warst ja auf die Welt gekommen, nicht als Reisebuchautor, sondern deine Eltern haben dich erstmal in einen ordentlichen Beruf geschickt. Ja, ja, ich habe also eine ganz normale Schulausbildung gemacht. Berufsausbildung, habe jahrelang auch gearbeitet im öffentlichen Dienst und bin dann irgendwann ausgestiegen und habe gesagt, ich reise jetzt und habe mit dem Reisen versucht, Geld zu verdienen und es scheint mir ganz gut gelungen zu sein. Ja, vor allen Dingen deine Bücher, die gehen ja weg wie warme Semmel, obwohl du ja von dem Thema, worüber wir heute berichten, noch gar kein Buch geschrieben hast. Richtig, nein. Da halte ich zwar Reisevorträge, momentan auch aktuell an diversen Volkshochschulen, aber ein Buch habe ich darüber nicht geschrieben. Transsibirien-Express. Mhm. Wo kam denn diese Leidenschaft her? Ja, ich muss dazu sagen, ich habe Flugangst und ich möchte natürlich gerne auch andere Kontinente sehen. Ja, und wie fährt man dann oder wie kommt man dann nach Asien? Über Land mit dem Zug, ganz einfach. Ja, da sprichst du ja heute mit dem Richtigen, gell? Mit Flugangst. Hier sitzt ein Pilot dir gegenüber und du sprichst von Flugangst. Ups. Wie kriegen wir dich denn mal kuriert hier? Ja, kann ich vielleicht mal mitfliegen? Du kannst gerne mal mitfliegen, danach hast du noch mehr Angst. Nein, keine Angst. Also ich bin schon ein sicherer Pilot und fliege natürlich mit Leidenschaft. Und du bist ja leidenschaftlich mit deiner Lebensgefährtin Monika unterwegs, gell? Richtig. Sie ist Polin? Ja. Und reist mit dir? Richtig. Sagt die nicht manchmal, Michael, lass uns fliegen? Sie hat auch Flugangst. Ihr habt euch ja gesucht und gefunden. Ja. Ja, wenn da mal ein Kind auf die Welt kommt, ich bin mal gespannt. Das fliegt. Wirst du sehen. Werden wir sehen. Das halt uns auf dem Laufenden. So, wir reisen heute mit dem Transsibirien Express 4 Wochen lang, 20.000 Kilometer, machen 12.000 Bilder, haben tausende von Worte dafür vorbereitet und das senden wir alles bis 12. RPA 1, mein Abenteuer, Around the World, die Parkinson-Stories von 5 Kontinenten. Tauchen Sie jetzt ein in mein Abenteuer bei RPR 1. Mit dem Transsibirien-Express bis nach Peking und vor allen Dingen auch wieder zurück. Du hast es getan, du bist gestartet im Dortmunder Hauptbahnhof und da gibt es einen Zug, der einen direkten Anschluss zum Transsibirien-Express hat? Ja, ganz genau. Man muss im Grunde genommen vom Ruhrgebiet oder von Deutschland aus nach Peking nur einmal umsteigen, und zwar in Moskau. Dummerweise hat Moskau mehrere Kopfbahnhöfe, das heißt, man muss also einmal dann quer durch die Stadt zum nächsten Bahnhof. Aber gut, man hat den ganzen Tag Zeit, je nachdem, wie der Zug halt gerade ankommt. Und die russische Bahn ist sehr pünktlich im Übrigen. Und dann kann man sich dabei noch nebenbei so ein bisschen Moskau anschauen.
Es geht alles relativ einfach eigentlich. Wo bucht man denn solch eine Reise? Im klassischen Reisebüro oder übers Internet? Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt also zahlreiche Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben. Man kann das dann aber auch im Internet natürlich irgendwie organisieren. Man kann aber auch ganz normal einfach ein Ticket bei der Deutschen Bahn zumindest bis Moskau kaufen. Das geht also auch. Ist alles nicht ganz einfach. Es klingt jetzt einfacher, als es wirklich war, weil man ja dann auch noch eine Bettreservierung, eine Platzkarte mitreservieren muss. Aber im Grunde genommen ist das kein großer Aufwand. Visum braucht man? Visum braucht man für Russland, für China, für die Mongolei und ein Transitvisum für Weißrussland. Oh, das ist eine Menge Arbeit. Ja, genau. Aber auch da kann man eigentlich dann einiges sich an Arbeit ersparen, wenn man zu so einem Visumdienst geht und da sagt, hier, ich brauche die und die Visa, dann machen die alles. Du hattest doch deine Freundin Monika dabei. Warum musst du denn noch einen Stoffpinguin mit? Den nehme ich immer mit. Den habe ich immer dabei. Der ist 60 Zentimeter groß, wiegt 1,5 Kilo und der wird immer vor irgendwelche Sehenswürdigkeiten gestellt und fotografiert. Da gibt es also ganz tolle Fotos von der chinesischen Mauer mit einem Stoffpinguin. RPR 1, mein Abenteuer. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Wir reisen mit der Transsibirien-Eisenbahn bis nach Peking, aber erstmal mit der Deutschen Bundesbahn bis nach Moskau, fahren los in Dortmund. 2 Tage, 3 Tage dauert dann diese Reise. Geht ja über Warschau, gell? Muss man dann für Polen auch noch ein Visum haben? Nein, Polen gehört ja zur EU, Schengen, also das ist ja einfach durch. Richtig, man verlässt die EU dann bei Brest an der weißrussischen Grenze. Dort hat man ewig langen Aufenthalt. Die Grenzkontrolle ist da jetzt nicht so das Problem, aber die Russen und Weißrussen haben ja eine ganz andere Bahn, ein ganz anderes Bahnsystem, andere Spurweite. Das heißt, man schaut also dazu, wie die Drehgestelle der Waggons gewechselt werden. Das dauert ewig lange. Deine Lebensgefährtin ist ja Polin. Ja. Die, klar, in ihrer Heimat Polen brauchst du das nicht, in Deutschland auch nicht, aber sie muss dann die gleichen Visa-Vorschriften beachten wie du? Ja, doch. Ja. Als EU-Angehörige, also für die EU-Angehörige ist das mittlerweile ziemlich angepasst. Alles angepasst. Ihr seid dann in Moskau und dann hast du ihr erstmal Moskau gezeigt. Richtig. Ich war schon im Jahr zuvor mal in Moskau. Ich hatte da Lust für so einen Tagesausflug und bin dann auch schon mit dem Zug hin und zurück. Kannte ich also schon die Strecke. Und dann sind wir ein bisschen durch Moskau gelaufen und haben unser Gepäck mal beiseite geschoben, haben uns den Roten Platz angeschaut, den Kreml angeschaut und dann abends auf den Zug gewartet, der uns nach Peking bringen soll. Das heißt, nur einen ganzen Tag in Moskau. Die U-Bahn-Stationen, die sind spektakulär? Spektakulär, ja. Sehr tief, sehr hell, groß, sehen wirklich toll aus. Das Abenteuer geht weiter, gleich bei RPR 1. RPR 1, mein Abenteuer around the world. Die Parkinson-Stories von 5 Kontinenten. Wir sind mittlerweile in Moskau angelangt. Michael Moll hat seine Lebensgefährtin mit dabei, Monika, eine Polin. Nun hat man sich die Stadt angeschaut und jetzt geht's ja morgens irgendwann los. Muss man sich vorstellen, so ein altes Rappelgerät bringt einen nach Peking? So den Transsibirien-Express? Um Gottes Willen. Es ging also abends los. Ich glaube, um 23.58 Uhr fuhr der Zug ab. Und wir haben uns in unser Teil gesetzt und waren, wie man heutzutage so schön sagt, geflasht. Also wir saßen in dem Zug, in dem Abteil und haben uns umgeschaut und wussten gar nicht, wie uns geschah. Da hing also ein Flachbildschirm über der Tür. Es waren also sehr komfortable Betten. Es wirkte alles ja, wie dieser Neuwagengeruch, den man vom Auto kennt, auch dort. Also es war alles sehr ja, spektakulär. Ihr habt eine Doppelkabine gehabt? Richtig. Voll ausgebucht, der Zug? Der Hinzug war ziemlich voll, ja. Gibt es da einen Speisewagen für mehrere Waggons? Wie muss man sich den Komfort vorstellen? Und Toiletten vor allen Dingen, wenn ihr da so mit 30, 40 Mann im Waggon seid? Und ach, das ist alles relativ harmlos. Also jeder Waggon hat eine eigene Toilette, immer am Ende des Waggons. Jeder Waggon hat Bordpersonal, sprich 2 Stewards oder Stewardessen, kann man sagen. Die kümmern sich also um den ganzen Waggon und auch nur um diesen einen Waggon. Die passen also auch auf, dass man an Bahnhöfen nicht zu weit wegläuft, weil man ja auch mal so einen Waggon verlassen darf, wenn der Zug Aufenthalt hat, etwas länger. Und einen Speisewagen gibt es auch für den ganzen Zug, für jedes Land einen. Das heißt also, in Russland gibt es einen russischen Speisewagen, in der Mongolei einen mongolischen und in China dann den chinesischen Speisewagen. RPR 1, mein Abenteuer around the world. Die Parkinson-Stories von 5 Kontinenten. RPR 1. Hier
spielt die beste Musik. Mein Abenteuer Around the World. Die Parkinson-Stories von 5 Kontinenten mit Rainer Meutsch. Eine Reise mit der transsibirischen Eisenbahn von Dortmund über Moskau bis nach Peking. Na, das allein ist ja schon ein Abenteuer wert, aber unser Michael Moll, den ich heute zu Gast habe in mein Abenteuer, hat das gleiche auch nochmal rückwärts gemacht. Also er war 20.000 Kilometer in dieser Eisenbahn. Er hat halt Flugangst. Er fliegt nicht von Peking nach Hause, was die meisten machen. Und über diese Geschichte berichten wir in Mein Abenteuer bis 12. Mein Abenteuer, präsentiert von Da Vinci Haus. Designhäuser in Holz und Glas aus dem Westerwald. Seit 75 Jahren Architektur für die Sinne. Infos unter davinci-haus.de. Und jetzt die neue Abwechslung für ganz Rheinland-Pfalz. Hier spielt die beste Musik. PR1, mein Abenteuer. Nun fahren wir los in Moskau. Michael Moll aus Essen heute Morgen angereist, natürlich mit dem Auto. Dann fahren wir ja erstmal über das Uralgebirge. Das ist doch eine ziemlich eintönige Strecke bis dahin, gell? Nö, eigentlich nicht. Man erlebt ja viel, man sieht ja viel, man kommt ja mit Leuten ins Gespräch. Man verpasst vielleicht auch das ein oder andere, weil man sich mit anderen Dingen beschäftigt oder fotografiert dann ganz viele Sachen, die dann draußen vorbeifahren. Das ist ja wie eine riesige Kinoleinwand aus Glas, wo die ganze Landschaft an einem vorüberzieht. Und es ist unheimlich schön zu sehen, die ganzen verschiedenen Dörfer, Landschaften. Kriegt man eigentlich eine Erklärung, wo man herfährt? Ja und nein. Also es sagt einem keiner, wo man ist, aber es hängt natürlich ein Fahrplan aus dem man so ein bisschen errätseln kann, wo man gerade ist, weil es ja mit dieser Zeitverschiebung auch ein bisschen kompliziert ist, weil Russland hat natürlich mehrere Zeitzonen. Die russische Bahn fährt aber nach Moskauer Zeit. Das heißt, selbst wenn man in Wladiwostok ist mit dem Zug, hat man dann die Moskauer Zeit, die allerdings dann wieder 9 Stunden oder 10 Stunden entfernt ist. Man kommt ein bisschen durcheinander, aber kann dann daraus ein bisschen erraten, wo man ist. Gleich nach der nächsten Musik, Tiger, Tundra, tagelang unterwegs. Ob er seiner Frau auf den Wecker fiel, erfahren wir dann auch. Das Abenteuer geht weiter, gleich bei RPR 1. Tauchen Sie jetzt ein in Mein Abenteuer bei RPR 1. Ich habe es eben angedeutet, Michael Moll, du bist mit dem Transsibirien Express unterwegs von Moskau bis nach Peking und auch wieder zurück, 20.000 Kilometer. Jetzt fährt man ja tagelang durch die Taiga. Richtung Irkutsk kommt man ja eben durch diese fantastische Landschaft, Omsk, Novosibirsk, um einige... Man merkt, ich war vor 35 Jahren mal da. Gell? Das ist schon ewig lange her. Ich weiß, da durften Kinder schon alleine reisen. Also war ich unterwegs mit dem Transsibirien Express. Vor allen Dingen am Baikalsee habe ich wunderschöne Erinnerungen daran. Fällt man sich da nicht so langsam auf den Wecker? Man ist in der Kabine zusammen, nur immer die gleiche Landschaft. Schlafen, essen, schlafen, streiten. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir sind ja als gemeinsame Reisen gewohnt. Wir haben ja schon einige andere Reisen auch hinter uns. Und es passiert so viel. Man steigt ja alle paar Stunden aus, weil der Zug Aufenthalt hat, läuft rum auf dem Bahnsteig, kauft was ein und es ist so viel zu sehen und zu erleben. Wann weiß man eigentlich, wann ein Zug wieder losfährt im Bahnhof? Ach ja, das weiß man dann, wenn der Schaffner dann zurückpfeift, weil der Zug selbst kündigt sich nicht an, der fährt einfach los. Man weiß ungefähr, man hat 10 oder 20 Minuten Aufenthalt, vielleicht auch nur 3 Minuten, dann wird man erst gar nicht rausgelassen. Und ansonsten sagt der Schaffner dann schon Bescheid, bitte nicht so weit weggehen. Und ja. Kann man Essen kaufen am Bahnhof? Oh ja, ganz viel. Ganz viel und ganz gut. Kann man Souvenirs kaufen, Zeitungen kaufen? Auch, ja. Gut, russische Zeitung konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Souvenirs, das waren große Plüschtiere. Ich hatte ja meinen eigenen Stoffpinguin dabei. Nee, ich habe mich aufs Essen beschränkt. Ist das Essen im Zug teuer? Ja, sowohl in der russischen als auch in der mongolischen Bahn war es sehr teuer. Haben wir dann auch nur einmal gemacht, während das im China-Zug sehr, sehr günstig war und auch sehr, sehr lecker. Wird komplett der Speisewagen abgehangen und ein neuer kommt dran. Ja. Und der hat dann auch so diese Atmosphäre wie ein chinesisches Restaurant, wie man das kennt hier so von Shim Dung Sing Sang. Es riecht so ein bisschen chinesisch, es sieht so schön aus, es ist alles ein bisschen verschnörkelt. Und die Bedienungen? Sehr nett, freundlich. Chinesisch? Ja. Aha. Kommen wir also um Irkutsk an, das ist ja Sibirien. Mhm. Hat man die Möglichkeit, auch einen Ausflug zum Baikalsee zu machen? Ja, hat man auch. Müsste man allerdings dann irgendwann in den nächsten Zug wieder einsteigen. Muss man natürlich alles vorher planen. Wir hatten jetzt also nur den Direktzug ohne großen Aufenthalt am Baikalsee. Das machen wir beim nächsten Mal. Dann gleich nach Halb reisen wir nach China. RPR 1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. RPR 1,
Mein Abenteuer. Wir sind unterwegs mit dem Zug. Wie viele Wochen warst du eigentlich unterwegs mit dem Transsibirien Express? Insgesamt 4 Wochen mit 2 Wochen Aufenthalt in Peking. Wie viele Fotos hast du gemacht? 10 oder 12.000. Aha, wo hast du die geschossen? Auch vorne von der Lok mal? Warst du mal vorne beim Schaffner? Nein, in der Lok war ich nicht. Nein, nur vorne an der Lok. Reisen wir jetzt nach China. Wird die Landschaft von dem Grünen, von Taiga und Tundra, wechselt das ins Karge? Ja, natürlich erstmal sehr viel Baum sieht man oder Bäume. Und auf chinesischer Seite ist es schon sehr karg. Man kann also sehr weit schauen. Man sieht also die Straße, die dann parallel zum Bahngleis verläuft, in, ich sag mal, 1,5 Kilometer Entfernung. Kann man alles deutlich erkennen. Naja, und dann kommt China und China, da wirkt es dann ganz schnell ganz anders, weil der Zug auf einmal richtig Gas gibt. Es wird alles etwas schneller. Die Umgebung ist nicht immer sehr schön. Also man sieht da schon, dass da also auch sehr viel Industrie ist. Nimmt man eigentlich vom Zug aus auch Tiere wahr? Sieht man Tiere? Oder nur Bäume? Überwiegend Bäume, Landschaft. An Tiere kann ich mich jetzt nicht so erinnern. Du hast ja dein Stofftier eh dabei. Ja, genau. Ja. Man tuckert immer weiter Richtung Peking. Mhm. Aber in China ist man ja relativ kurz. Das geht ja alles recht schnell. So groß ist es ja dann auch nicht mehr, die Entfernung. Im Vergleich zum Rest. Mongolei? Hatten wir auf dem Rückweg. Hatten wir einen Samstagnachmittag bei super Wetter. Das war ganz toll. Da konnten wir das Fenster aufmachen während der Fahrt. Hat sich wirklich gelohnt. Mongolei ist also auch eines der Ziele, wo ich dann demnächst irgendwann mal anhalten werde. Und auch ein Reisebuch schreibst, denn du bist ja auch Reisebuchautor. Mhm. In Peking angekommen, erschlägt es da ein? Oh ja. Es war so nach 6 oder ja, insgesamt 9 Tagen Zugfahrt. Erstmal ist der Boden stabil, es wackelt nicht mehr und es ist auf einmal laut. Es sind ganz immense Eindrücke, die da auf einen niederprasseln. Hast du denn nicht den Wunsch gehabt, so jetzt ist auch mal gut, jetzt habe ich 9 Tage Zug gefahren, jetzt will ich mit dem Flieger heim, ne? Nee, überhaupt nicht. Nee, also was kann mir der Flieger bieten? Da bin ich ja in 9 Stunden zu Hause, was soll ich denn da? RPR 1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. RPR 1, Mein Abenteuer. Michael Moll ist mein Gast, er ist mit dem Transsibirien Express wochenlang unterwegs gewesen, hat 20.000 Kilometer hinter sich gebracht, er ist bis nach Peking gereist, jetzt reisen wir zurück über die Mongolei, dann hattest du Glück gehabt, im Zug gab es nur eine belegte Kabine und das war eure. Richtig. Das wart ihr doch die Könige. Ja, man fühlte sich so ein bisschen wie ein König, aber auch ein bisschen unwohl, weil man ja weiß, draußen ist es jetzt nicht mit Reichtum gesegnet und wir hatten jetzt einen ganzen Waggon für uns mit eigenem Badezimmer in der Kabine. Das war auch nicht geplant, das hat sich irgendwie so ergeben. Dich hat, glaube ich, auch geschockt, diese Ellenbogenmentalität, arm und reich und die Kluft fiel dir extrem in China auf. Die Chinesen sind etwas forsch, wenn man zum Beispiel in die Metro einsteigen möchte. Wird also keiner rausgelassen, so wie wir das hier lernen, wird also sofort gedrängelt, jeder möchte sofort in die Metro hinein. Und es wird also sehr viel rumgeschubst und es ist einfach voll. Da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Suchen die Chinesen Kontakt zum Beispiel zu einem Westlichen wie dir und deiner Frau, dass sie sich mit dir unterhalten wollen? Oh ja, also ich habe wirklich gelernt, diesen Satz, do you like China, weil der kommt alle 10 Minuten vor. Also man wird ganz oft angesprochen, überwiegend von jüngeren Leuten, die wahrscheinlich dann eher weniges Englisch dann ein bisschen austesten möchten. Ja, man kommt also relativ schnell in Kontakt. Du hast ja viele Bücher geschrieben. Gibt es eine Webseite, wo man sich informieren kann über dich, deine Aktivitäten? Ja, das ist www.michael-moll.com. Und es gibt noch eine Weltenbummler-Seite, gell? Das ist dieselbe, dieweltenbummler.de, genau. Dieweltenbummler.de oder eben www.michael-moll.com. Wo geht's dann das nächste Mal hin? Ich muss mal schauen. Ich habe da schon einige Pläne. Vielleicht wird es aber dieses Jahr etwas ruhiger, bleibe ich in Europa. Muss ich mir mal ein paar Inseln anschauen, die ich noch nicht kenne. Zum Beispiel? Großbritannien, Irland, das ist eine Insel, Isle stimmt. Of Man, ja. Orkney-Inseln, Shetland, muss ich mal schauen. Ist gut. Okay, Entschuldigung. Hast jetzt schon wieder die Fernweh in uns geweckt. Das fing ja auch so mit dir an. Toll, dass du da warst, Michael, dass du uns mitgenommen hast auf deine transsibirische Eisenbahnfahrt. Gerne. 20.000 Kilometer. Komm gut nach Hause. Kümmere dich schön um deine Frau Monika. Mach ich. Komm gut nach Hause nach Essen. Dankeschön. Mach's gut. Das war mein Abenteuer heute. Nächste Woche gibt's ein neues Abenteuer. Wir marschieren mit mächtigen Schritten schon auf die Osterzeit zu. Gell? Lassen Sie sich mal überraschen, was für ein Thema nächste Woche auf Sie zukommt. Ich bin Rainer Meutsch. Genießen Sie den Tag. Tschüss. RPR 1. Mein Abenteuer. Around the World. Die packendsten Stories von 5 Kontinenten.